So, einen wunderschönen zu Extermination Day. Wow, was habe ich gerade gemacht? Ich hoffe, nichts Schlimmes. Ich bin mal gespannt. Kam nämlich gerade beim Enter drücken noch auf die Raute-Taste. So, Lautstärke anpassen. Sollte funktionieren. Ja, Autos hört man. Sehr schön. Lord the Game. Oh Gott. Die erste City Map. City Maps sind immer die Maps, die ich so ein bisschen so nicht so sehr mag, weil die immer so. Ja. Vor allem, ich spiele halt wir lesen Technical Mode, das ist das Ganze noch ein bisschen kompakter. Ja, habe ich. Wow. Okay. Mein dicker Freund, du wirst so ein Scheiße, Alter, der schießt genau in meine Richtung. Dieser Gottverdammte. Wow, was ist das denn? Sag mal so, kommst du denn her? Alter, ich muss mich hier echt mal ein bisschen besser verstecken. Das Problem ist, hinter dem Container bin ich zwar versteckt, aber die Gegner sehen mich quasi trotzdem. Deswegen sie ja trotzdem die ganze Zeit in meine Richtung angreifen. Was es natürlich unmöglich macht, hier in dem Feuerballsturm da irgendwas zu machen. Ich glaube, wir können hier gleich viel besser. Komm, bleib stehen. Jawoll. Tada. Sehr schön. So, jetzt haben wir schon mal einen der gefährlichsten Gegner hier weg. Ansonsten sieht es ruhig aus. Diese Texturenfehler, aber das wird von dir gerade los. Hä? What the fuck is going on? Hä? Ich meine, klar, man sieht das normalerweise, wenn man hier rausgeht, nicht. Aber, nee, hier ist auch ein Ich verliere die Textur? Ach, hier sind so eine Schrägen. Ja, okay. Also ich weiß nicht, ob es ein Bug oder ein Anzeigefehler ist, aber, ne? Hier sind Schrägen, das heißt also, hier ist ja auch noch eine Wand, ne? Weil es eine Schräge. Ohne Schräge kann nicht verarbeitet werden, als ist das eine Wand, wo eine Schräge drin ist. Und bei dieser Schräge, die hier noch ist, hat er hier wahrscheinlich vergessen, transparente Texturen zu machen. Oder aber die transparenten Texturen werden falsch angezeigt. Wie dem auch sei, es sieht auf jeden Fall echt seltsam aus. Es sieht total beängstigend aus und es sieht total schlecht aus. So, hier muss ich aufpassen. Ich weiß nicht, ob Frontal so ganz groß ist. Also, funktioniert. Was? Oh, ich hätte ihn aufgenommen. War eine gute Idee. Hat perfekt funktioniert.
Sehr schön. Aber da ist doch noch einer drin, oder? Da waren noch mal zwei. Oder spiele ich jetzt? Nee, bloß einer. Ich dachte mal, waren zwei Revenants. Hm. Seltsam, seltsam. Okay. Jetzt kommt auch wieder so ein schöner. Wow, bitte lass mich in Ruhe. Okay, ich hab den nächsten getan. Stirb einfach. Stirb, du stirbst jetzt. Die, Motherfucker, die, die. Dankeschön. So, dann holen wir hier mal die anderen. War Verschwendung, ich weiß, aber. Dass man so rennen müssen, dann hier in 30er-Zone. Guck doch mal. Was ist mit dir los? Wie lange brauchen die Viecher was zum Krepieren, ey? Ja. Beängstigend. Die, Motherfucker, die, die. Oh, da ist eine Rakete, kommt gerade wie gerufen. Oh, ein bisschen Sturzflintmunition, auch sehr nice. Dankeschön, Dankeschön, sehr schön. Okay, weiter im Text. Ich würde den Revenant hinten am liebsten gleich von hier aus erschießen, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Oh! Ich hab ihn ja schon ausgelöst. Oh Mann, oh, ich will nicht mehr. Ja, stirb halt. Die schießen auch schon, ne? Okay, dann wäre das vielleicht die Idee, die aufeinander aufzuhetzen. Fuck! Das war gedacht von die Wissenschaft. Geht doch. Und jetzt alle schießen. Oh nein, nein! Genau so. Ich muss sie erstmal da draußen alles auseinanderhetzen. Ansonsten wird mir das draußen echt zu gefährlich. Oh, Alter, ich bin schon wieder runtergefallen. Komm schon. Hallo, mein Rocker. Schießen, alle schießen, genau, alle, jawoll. Macht euch alle fertig, macht euch alle gesagt fertig. Jawoll, geil, genau so muss das laufen. Juhu. Ich glaube, die Revenants sind bereits tot, kann das sein? Ne, ne, eine ist noch da. Jawoll. Was zur Hölle? Wow. Das hat mich ja gerade getroffen, ey. Habe ich gerade extrem viel Schaden bekommen? Digga, ich habe gerade. Von vorne habe ich gerade wieder schon Schaden bekommen. So hoch könnt ihr doch gar nicht schießen. Ach, vor. Ach du Scheiße. Na, war doch klar. Von da hinten. Ja, das habe ich gerade nicht berücksichtigt. Hier ist ja auch noch ein Fenster. Können wir einfach mal die Gardine runterziehen? Hä? Gibt's hier los? Balkon? Das wird spaßig. Oh Gott, wie mache ich das denn jetzt am dümmsten? Das heißt, ich muss mich einfach nur von beiden Seiten verstecken. Also quasi so hier. That is so simple, I like it. Okay. Nein, ich bin schon wieder runtergefallen. Ey, glaub dat ne. Wie kann man hier drauf so schlittern, ja? Hier ist sogar Secret. Thank you.
schon wieder runtergefallen. Eklig, nee. Gut, das heißt also, so kriege ich sie nicht effektiv weg, aber ich glaube mal, die Revenants sind bereits alle weg. Kann das sein? Oder rennt der Elfer jetzt gerade hinten irgendwo rum? Das Weitere ist ja natürlich traumatisieren. Nee, der ist noch da. Ey, ich... Also, ich kann die Tür aufmachen, aber ich will voll zumindest die ganzen Revenants weg haben. Weil die Revenants, die können... Die werden halt leider echt gefährlich. Na komm. Für das andere Fenster achten. Oh, Alter, hier, ey, ist ja voll der zwei Frontenkrieg hier gerade. Hello, Motherfucker. Schmeißt denn gleich einfach eine Granate raus? Was soll's, komm, ich mach die Tür auf. Ich mach die Tür auf, ich gebe nach. Da haben die alle ihre Ruhe und ich auch. Und ist ja hier, oh nee, die geht ja. Ich dachte, ich krieg die alle so schön aufeinander gehetzt, so schön schnell, aber leider wohl doch nicht. So, kommt mal alle mit hier. So, ein Pinky, erster. Boah, Alter, blödes Auto, Alter. Kann ich mich erstmal im Auto hängen? So. Ja, jetzt wird spaßig. Ich hoffe mal, die sind alle hier. Nein, da keiner ist hier. Wirklich alle nicht, oder was? Das ist der Revenant. Ja, komm, Revenant. Ja, ja, perfekt. Danke. Hast mir sehr geholfen. Da kriegst du sogar eine Belohnung. Bitteschön. Jawoll. Revenant ist weg. Sehr schön. Oder die Revenants. Sister. So. Jetzt renne ich mal kurz raus und guck mal alle an. Oh oh. So. Ja, ist ja gut jetzt hier. Komm her. Aua! Wie kann er durch eine Kiste durchschießen? Hat er gerade eine Kiste glatt vorbeigeschossen oder was? Ey, das war doch super cool. Das war super durchgeplant. Sterben. Arschloch. So, hier kann ich jetzt erstmal bleiben. Ist ein schöner Rückzugspunkt. Gott damn it. Digga, wie kann ich dich treffen? Wie weit sind die denn entfernt? Super, verdammter Hurensohn. Ach du Scheiße. Okay, aber die kriege ich relativ leicht, weil sie in der Ecke gefangen sind. Tada! So, bitte einmal alle herlocken. Wow, Alter, noch ein Spectre, ich glaub's ja nicht. Ist er weg? Ich hoffe mal. Aua! Oh nein. Ach du Scheiße. Alter, wird mich verarschen. Boah, Alter, what the fuck ist denn hier? Nein! Ich hab ihn nicht getroffen, Alter. Ich hab ihn nicht getroffen. Wie kann das denn passieren? Ich hab direkt vor ihm. Das war ein so guter One. Ich will sterben. Mann. Nani, oh my God. Na klar, jetzt hat der... Oh Mann, Alter. Ich muss ein bisschen weiter vom Zaun wegstehen, weil die halt durch den Zaun durchschlagen können. So, easy. Junge, stopp halt. Alter. So. Wo
Wo ist dieser scheiß Shotgun? Oh, oh mal, da dieser Spectre auf den Sack. Von wo kommt der Spectre? Warum kommt er erst so spät? Nicht getroffen, Alter, ich glaub das nicht. Alter, Junge, was ist denn hier gerade los? Das ist ja schlimmer als, weiß nicht, Donald Trump und Angela Merkel zusammen. So. Wo zum Fick kommt jetzt der Spectre her? Muss ich erstmal alle rauslocken. Na klar. Dieser Kack-Imp. Kommt der von hier oder was? Mann, ich habe einfach zu viele Gegner gerade. Ah, na gut, dann muss ich halt auf alles gleichzeitig aufpassen hier. Du kommst weg. Oh, Alter, scheiß Laterne. Oh, scheiß Laterne. Ah, da ist er. Sehr schön. Komm her, Mistgeburt. Komm, Alter. Dieser Spectre, ne? Der Revenant? Mist, der schießt doch nicht. Ach, Gott. Okay, jetzt war die andere Pinkies da. Ah, nee. Okay, die sind da. Ah, kommt mal alle her. Wo rennt ihr denn hin? Wurde er von dem Gegner getroffen oder was? Ja, er wurde von dem Shotgunner getroffen oder so. Ah, natürlich witzig. Ah, super. Jetzt müsst ihr wieder rauskommen. So, was mich jetzt gerade ein bisschen mehr interessiert, sind die Typen, die da drin sind. Weil die haben nämlich mittlerweile auch schon Gefallen an mir gefunden. Das wird ein bisschen nicht so schön. Aber gut, was wir müssen machen. Da hilft ja nichts. Alter, dieses Gitter hier. Meine Güte, ich sehe gar nichts. Oh, oh, oh. Allein die Stelle hier wird schon gefühlt am längsten dauern. Hältst du das selber, Junge? Vielleicht sollte ich ihn aber wirklich mal befreien. Okay, die ersten Gegner kommen. Ach du Scheiße! Die ersten Gegner kommen alle. Was machen die Pinkies da? Auf wen warten die denn bitte? Ja, kannst du vielleicht mal herkommen oder so? Danke dafür. Danke. So. Wieder ein bisschen Ruhe. Ja, die waren alle auf die Imps fixiert. Okay, dann sollte jetzt da hinten eigentlich so weit Ruhe sein. Hä? Oh, der Archwald ist auch... Quatsch. Der Revenant ist auch weg. Hat sich wohl mit Ultimat angelegt, der besser war als er. So, dann kommt jetzt hier der Raum dran.
Ich habe hier leider sehr viele Feinde. An. Durch den Rauch sieht jetzt selber auch nichts mehr. What the fuck? Alter, ist halt. Wenn ich halt oben hinziehe, sehe ich natürlich auch gar nichts mehr, ne? Alter. Was? Asch auf einmal, du. Okay. Wow, ich hab. Alter, meine Lebensmittel sind doch schon wieder echt wunderschön. Was soll der Mist eigentlich? Was? Wo bin ich jetzt gerade? Da bin ich. Vom Gegenlaufen? Digga. Was für eine kinetische Energie habe ich denn bitte? Oh. Mal wieder Leben hier ein bisschen auffüllen. Okay. Dann gehen wir erstmal zum nächsten Raum. Der müsste da oben. Ach nee. Hol ich erstmal die gelbe Karte. Ist schon wieder. Ich hab's schon wieder die Hälfte vergessen. Die Typen wollen wir auch noch befreien. Mach ich das erstmal. So, Nummer 1 geschafft. Nummer 2 verkackt. Nummer 2 geschafft. Und jetzt Nummer 3 sollte eigentlich einfacher werden. Jawoll! Easy! Was? Wie schießt du denn? Was? Hä? Sind doch bereits alle tot. Egal, mach mal. Ich komm. Ach du Kacke. Deckung, ich brauch Deckung. Von wo denn? Okay, weg ist er. Ist da noch einer? Nein. Oh, danke schön. Scheiß Spektra auch noch. Ja, hier kommen auch wieder Spektra auf mich, ne? Danke schön. Komm mal her, komm mal her. Nein, 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 du musst herkommen. Hier, bei mir, bei Fuß. Cassie, bei Fuß. Da. Nun schieß. Hier ist in front of you. Ja doch. Danke. Boah, Alter. Dass man nicht erst wirklich auf die Gegner mit der Nase drücken muss, ja? Sie dürfen den Feind jetzt küssen. Geronimo. Speichern. Geronimo. Geronimo. War hier nicht eigentlich irgendwo mal eine Rüstung? Doch,
Doch, klar, in dem kleinen Raum da war eine Rüstung, in dem kleinen Lager. Dann hole ich mir die Rüstung mal. Ganz unfassbar oben. Dankeschön. So, jetzt haben wir den gelben Key. Mit dem gelben Key könnte man den Commander Keen spielen. Muss ich auch mal Let's Play zu machen, Alter. Commander Keen ist auch geil. Hab jetzt zwar persönlich nicht so oft gespielt, muss ich zugeben, und ich habe persönlich auch Commander Keen noch nie durchgespielt. Also, es könnte tatsächlich verrückt werden. Zumal ich ja in diesem Plattformer-Game sowieso eher untalentiert bin. Wobei ich ja hier auch nicht so talentiert bin. Ja. So. Naja, die Spaß kommen jetzt. Arschloch. Wollte ich mir holen, du Wichser. Ey, ich fick deine Oma. Ja, ich fick deine Oma. Ja. Lalalala. Danke. Ja, bitte nicht mich hauen, bitte nicht mich hauen. Alle weg, alle weg. So, und jetzt kommt nämlich der spaßige Teil. Jetzt darf ich hier tatsächlich. Ja, danke. Jetzt muss ich tatsächlich da unten rumlungern und ich weiß nicht, wie gut das wird. Zumal mir diese Rüstung hier nicht kompletten Schutz davor gibt, sondern nur Teilschutz. War das jetzt klar? Ja. Ich wollte gerade doch die Munition da aufsammeln. Dabei bin ich doch sowieso schon voll. Ach Mann, Alter. Wie dumm kann ein Mensch eigentlich sein? Nein, ich hab genügt! Alter, wie kann man diesen Schalter vermasseln zu drücken? Das ist so sinnfrei. Und ja, ich lasse die Gegner tatsächlich einfach mal alle da, wo sie sind. Dafür ist mir der Ort einfach zu riskant, weil er die Zeit ablaufen kann mit der Rüstung. Und wir müssen ja auch noch hier lang. Ne, von daher. Es gibt auch Orte, da bringe ich nicht alle. Zumal die mir da sowieso nichts tun können. Von daher können die mir auch im Nachhinein da nicht irgendwie auf den Tag pissen. So, dann kommen wir jetzt im nächsten Gebiet. Und zwar müssen wir zur blauen. Ne, zur roten. Doch, zur blauen Tür. Müsste gleich hier sein. Found you. Was? Alter, ich vermisse schon wieder alles. War das hier ein Secret? Ne, war kein Secret, schade eigentlich. Na gut. Hä? War hier nicht mal ein großer Hafen? Oh! Stimmt, der Hafen wurde hier weggenommen. Hier ist ja jetzt nur noch das Ding hier. Rüstung, ein bisschen dies, ein bisschen das, ein bisschen jenes. Ein bisschen Schalava. Schalava die Lava. So, wir räumen erstmal hier auf, weil wir gerade hier schon sind. Ach ja, kann man ja weiter. Und da war noch Global Revenants. Wenn ich mich nicht ganz irre. Okay, noch die. Ach, nee, da waren die Revenants. Ja. Nee, hab ich den Bell erledigt?
Jetzt habe ich beide erledigt. Lol. Ich dachte, der aufgehört zu rennen. Der hat mich doch voll im Visier. Verstehe ich nicht. Na gut. Okay, auf jeden Fall. Ja, das hier war der Ort, der ein bisschen gefährlich werden könnte. Eigentlich nicht wirklich, aber gut. So, hier kann ich nicht weiter. Und hier gehe ich wieder zurück. Okay, gut. Dann gehen wir mal zur gelben Tür, wo auch immer die jetzt war. Ne, die gelbe haben wir doch. Die blaue Tür müssen wir jetzt. Klar, die blaue Tür. Okay. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Doch, das war der Raum mit dem Dingern da. So, ich glaube, das waren auch alles Revenants. Mindestens 3 Stück. Dezent. Da Glück gehabt. Hä? Lol, Alter. Das war ja mal ein One. Alle drei mit einmal erledigt. So, jetzt alle schön herlocken hier. Und dann geht's schaschelig. Ja, kommt mal her. Alle, bitte schön, euch alle geht es nicht angreifen hier. Ich liebe euch. Nein. Nicht mich schauen. Wow. Oh, diese Mikro-Ruckler. Wow. Ja, das war gerade eine Panikattacke. Oh, komm her. Okay, dann geh ich jetzt mal wieder in mein anderes Versteck. Spinne? Okay. Ich könnte mal wieder ein paar Raketen hier einsetzen für die hinten da. Den 3 Mankubis passt perfekt. Alter, die schießen aber auf mich. Alter, leck mich doch. Warum ist hier schießen? Voll dazwischen, Alter. Was war das? Das hat eine Scheiße. Das ist auch noch eine Spinne. Los, Imp, greif an! Zu spät. Mann, warum ist der Imp so unschuldisiert? Einfach mal sterben, ist auch gesund. Wo ist denn eigentlich unser kleiner Typ da? Ist er gestorben? Wahrscheinlich. Unten in dem Säurebecken, wo die blaue Karte war. Na, komm jetzt hier hoch, Alter. Ist ja... Der Typ ist ja unsportlicher als ich. Nein! Wo ist er? Geht doch. So. Okay, damit geht es jetzt in den blauen Bereich rein. Oh, mein Rechner hat schon wieder... Alter. Ab und zu... Ich weiß nicht, ob es an J-Downloader liegt, also es liegt wahrscheinlich an J-Downloader oder an den Kartor, also an meinen Torrent-Client. Aber ab und zu sind so kleine Peaks drin, da braucht irgendein Programm ein bisschen Rechenleistung. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
kommen alle schon her. Wow, nein, 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 nein! Das gibt's doch gar nicht. Oh, jetzt hab ich noch die nein. Oh, scheiße, Alter, leck mich. Ja, mach ihn. Oh. Ich fick eure Ömer ins Kömer. Yay! Ich muss die gleich am Anfang an erledigen. So zum Beispiel. Wenn die überleben, muss ich da oben erstmal festsetzen. Dann sind sie da oben von dem Gitter echt schwer runterzubekommen. Digga! Beschütt doch mal bitte! Einfach mal sterben. Kommst du denn jetzt bitte her? Du hast doch gerade eben noch nicht. Okay, jetzt kommen die ganzen Hitrunner. Ich weiß noch nicht genau, wie ich sie erledigen soll. Von daher würde ich einfach mal sagen, Augen zu und durch. Sind vier Leute. Hat jetzt noch ein Imp. Leute, ich kann sie erledigen, bevor sie mich sehen. Ha! War ja easy garara, als ich dachte. Lol. Ich dachte, die sehen mich immer, bevor ich sie sehe. So, hier waren jetzt ein paar von diesen weißen Dingern. Genau die meine ich. Wow, ach du Scheiße. Are you fucking kidding me? Nein! Oh, you fuck. Ich hau dir, ich tue dich tot, ich mach dich dünner Teller. Ah, war der. Das waren rote und da ungleich zwei? Was waren das? Die schieden doch alle. Oh, du kommst mal her. Gehst mir grad hart auf den Sack. Okay, das heißt also, so, und jetzt muss ich die Roten irgendwie besiegen. Die Frage ist nur, wie am dümmsten mit den Raketen? Habe ich hier ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig Spielraum. Wäre aber dennoch die effektivste Möglichkeit. Von daher versuche ich es einfach mal. Ich mag dich nicht mehr. So. Ja, ich hab tatsächlich bei der erledigt. Okay, sehr schön. Achso, siehst du, ich wollte hier oben noch, aber die Frage ist, bringt das was? Hey, du. Doch, das was drauf. Eben, die waren nämlich keine Secrets. Das Problem war nur, diese Secret zu erreichen, ist halt immer extrem schwer und die Autos existieren halt leider, wenn man hier drauf läuft. Also ist das wieder so eine Sache, die ja, die halt im Realism Tactical Mode leider nicht funktioniert. Ich verstehe es nicht. Ja, aber gut, ist halt so. Weil man müsste nämlich auf das Auto, von dem Auto darauf springen. Das Problem ist halt, du brauchst dafür mehrere Versuche. Wenn das Auto bereits nach dem Feld mal raufging, gleich explodiert. Ja, wie sollst du das schaffen? Vor allem ist es halt komplett unrealistisch. Welches Auto explodiert davon, dass man darauf rumtrampelt? Hä? Ich meine, ein Auto explodiert erstmal gar nicht. Weil ein Auto hat zwar Benzin, aber Benzin explodiert nicht, sondern Benzin brennt. Das hat mit einer Explosion im klassischen Sinne absolut gar nichts zu tun.
Da gibt es eine schöne Stichflamme, aber halt doch nicht mehr. So, okay. Ich hätte gerne noch ein paar Raketen. Wo könnte ich denn noch Raketen abstauben? Weil bei Raketendefizit zu haben, mag ich irgendwie nicht so ganz. Ist mir zuwider. Und uns fehlen ganze 9 Stück. So, hier in dem Müllton sind ja ab und zu mal ein paar Sachen drin. Aber bloß Shotgun-Munition, wie es aussieht. Also, was? Und diese Kerlack. Gut, dann nehmen wir jetzt mal dich mit und dann nehmen wir jetzt mal hier die blaue Rüstung mit. Wo war der Aufstieg? Der Aufstieg war da hinten? Nee. Nee. Definitiv nicht. Komplett über den LKW laufen? Oh Gott. Okay. Wie soll ich denn da rüberkommen? Am besten gar nicht. Naja, ich begrenze es wieder auf 5 Versuche. Und dann wieder schafft es in den 5 Versuchen oder nicht. Das war schon mal der zweite. Boah, Alter, mal springe ich mal zu spät ab oder was ist denn da los? Geht doch. Das war der erste Versuch. Ne. Auf anderen zu klettern bringt auch keine Vorteile. Geht doch. Alter Schwede. Hä? Ach ja. So, sehr schön. Haben wir es doch geschafft. Nach jahrelanger Schweißarbeit. So, dann können wir jetzt in den blauen Bereich reingehen. Raketenstopper finde ich hier keine mehr. In dem Raum da drinnen, in dem kleinen Raum waren auch keine, soweit ich weiß. Da war bloß die eine einzelne. Ja. Schade eigentlich. Ich hatte echt gehofft, dass wir noch ein paar Raketen finden. Irgendwo. Aber leider alles nur anderweitige Sachen. Na gut. Dann ist es doch leider so. Wir können aber mal in der Zukunft, also jetzt für die restlichen Gegner, mal ein bisschen von dieser Revenant-Munition da verbrauchen. Weil von der haben wir hier tatsächlich schon eine Menge rumliegen, oder? Aber ich mache einfach mit normaler Munition. Das ist natürlich echt schade, dass die Rocket Launcher Munition tatsächlich schon aufgebraucht ist. Alter, wo muss ich denn lang? Geht doch. So, hier war ja was, hier muss ich irgendwie aufpassen, wegen Wahlbaum. Aber, nee, wegen Fallschaden. Ja, ich bitte schon von so einem hohen Sturz bitte schon Fallschaden, ey. Okay, ich bin drauf. Ich bin drauf und dran, drauf zu sein. So, und jetzt hier rüber. Nee, hat nicht. War das nicht irgendwie so, dass man hier so schräg laufen musste und dann Präparat mit Anlauf überspringen? Wie bitte? Ich verstehe das nicht. Aber, mach mich wieder runter. Keine Chance. Wie geht denn das? Ah, gar nicht auf dem Ding. Okay. Das war natürlich nice.
So, jetzt ist die Frage, hier runter kann ich problemlos. Gibt es hier Munition? Ne, nicht die Box. So, jetzt habe ich die Kackkarte. Ja. Was auch immer die mir jetzt bringt, genau genommen so viel gar nicht. Gut, dann gehe ich jetzt mal weiter Richtung Ziel. Womit denn die Map auch schon fast zu Ende wäre. Ich meine, ganz ehrlich, lange genug hat es gedauert. Moment, mal, die Map wurde auch eingeteilt in zwei Untermaps? Ja. Lol. Na super. Okay, dann war's das ja schon wieder. Interessant. Da könnten wir eigentlich noch ein bisschen Zeit damit verschwenden, Rocket Launcher schon zu finden. Ich wüsste halt nur nicht wo. Nee, komm, lass mal. Okay, lassen wir. Na gut, in dem Sinne, dann, ja, schau mit V, dann haben wir das Level auch geschafft. Dann, sehen wir uns zu dem. Ach, der doch überlebt. Also kommen wir hier raus? Ist ja ein ganz anderer Ort. Hä? Ich will mal nur gucken. Ja. Das ist ein ganz anderer Ort, wo wir rauskommen. Ne, davor war da eine Straße, also ist ja nicht ganz anders geworden. Lol. Na gut, dann werden wir uns mal drauf gespannterweise freuen. Freude machen und so. Ne? Ja, in dem Sinne. Du kannst weg und dann schau mit V.